Und zwar reden wir noch ein bisschen über Ungarn. Dort gibt es jetzt so aktuelle Medienberichte, auch im Kontext, denke ich, von dem großen Demonstrationsereignis, was ja jetzt auch dieses Wochenende stattgefunden hat. So, dazu kommen wir gleich nochmal. Da gibt es ja einen jährlichen Nazi-Aufmarsch und so ja, Nazi-Wanderungen, historische Nazi-Wanderungen, wo dann immer große Gegenproteste auch gibt oder Gegenproteste auf jeden Fall. Und ja, hier gibt es einen Artikel, eine Auseinandersetzung, dass es hier die Wünsche von den Nazis gibt, ein Großreich zu errichten. Ja, da gab es ja jetzt auch Verlautbarung darüber, was passieren würde, wenn Russland eben die Ukraine besiegt. Und da gibt es eben von ungarischen und rumänischen Rechtsradikalen gab es jetzt dann Verlautbarung, dass, wenn das so wäre, man ja auch Teile der Ukraine dann verwalten bzw. irgendwann annektieren könnte. Weil das sind jetzt keine irgendwie super signifikanten Bevölkerungsteile der Ukraine, also ungarischstämmige und rumänischstämmige. Also ich glaube, da bewegt man sich jeweils bei so circa unter 1% der Gesamtbevölkerung, was die ethnischen Minderheiten angeht. Nur in der Westukraine gibt es dann wirklich Teile, also so kleine Landstriche, die dann mehrheitlich von denen bevölkert sind. Und da hat man dann eben gesagt, wenn das so weit wäre, dann und die Ukraine sowieso nicht mehr ein lebensfähiger Staat wäre, dann könnte man doch diese Teile annektieren. Und ich glaube, dazu muss man dann auch sagen, dass gerade im ungarischen und im rumänischen Rechtsradikalismus eben dieser Irredentismus, also dieser Wunsch nach der Heimholung verloren gegangener Gebiete eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Weil wir sehen ja auch da hinten, kannst du vielleicht noch einmal hochscrollen, auf dem Banner der ungarischen Nationalisten eben so ein Bild von dem Großungarn. Also das ist ja in Rot eingeteilt, das aktuell existierende Ungarn und der Rest ist dann eben das historische beziehungsweise das, was man als das ideelle Großungarn ansieht. Weil die Sache war ja die, dass nach dem Ersten Weltkrieg Ungarn der Staat war, der auch am meisten Gebiet verloren hat. Also wo das am stärksten noch vor jetzt Österreich, Deutschland, gut, beim Osmanischen Reich und der Türkei kann man jetzt dann streiten, ob die es noch schlimmer getroffen hat. Aber Ungarn hat wirklich die sehr massive Gebietsverluste gehabt, mit Gebieten, wo dann auch eben ethnische Ungarn wohnen. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant. Das wird, glaube ich, auch in dem Artikel angesprochen, eben, dass es da dann natürlich auch einen Konflikt mit rumänischen Rechtsradikalen gibt, weil der größte Teil des verlorenen ungarischen Gebietes befindet sich auch in Rumänien. Das ist nämlich das berühmte Transsilvanien, da wo die ganzen Vampire für uns Westeuropäer immer herkommen. Das ist nämlich mehrheitlich von Ungarn, also ungarischstämmigen Rumänen bewohnt. Und finde ich auch ganz spannend, was für eine große Rolle das in ungarischer Politik gerade nochmal spielt. Orban ist beispielsweise jemand, der zeigt sich dann auch ab und zu mit Bildern, Insignien oder Fanschalen, auf denen dann Großungarn mit Transsilvanien beziehungsweise in anderen Teilen, also in Serbien und Kroatien gibt es auch noch Gebiete, die stark ungarisch bevölkert sind. Das ist richtig krass. Bildet er sich dann damit ab. Und das ja, ist tatsächlich noch sehr bestimmt in der aktuellen ungarischen Politik. Ja, die Aufarbeitung vom Faschismus in Ungarn ist ja auch so nicht gleich null, aber schon sehr, sehr marginal. Und ich finde Das stimmt. das auch sehr interessant, dass für die deutschen Nazis ja das kaum noch eine Rolle spielt. Also sicherlich vielleicht intern oder so, aber ganz am Anfang von so. Ja, von so einer Reorganisierung von Neonazi-Strukturen in Deutschland, da hat es ja noch eine größere Rolle gespielt, also dass man diese Gebiete abtreten musste in Polen. Und jetzt ist es ja wirklich, man hört das ja gar nicht mehr. Also ich habe das schon ewig nicht mehr von auch expliziten NS-Nazis gehört, dass man da halt die ehemals deutschen Gebiete halt zurückhaben möchte. Gibt sicherlich noch, aber es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Narrativ geworden. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das mehr noch so ein, ja,
manchmal so eine Art Symbolik ist, mit der man sich irgendwie schmückt. Dass man Überbleibsel dann, auch einfach, ne? Genau, irgendwie mal einen Pulli trägt, in den dann Deutschland noch mit den Grenzen von der Maas bis an die Memel irgendwie dargestellt wird. Mhm. Oder dass man dann einfach so, ja, so ein bisschen meme-mäßig als Neonazi von bei Ostdeutschland, von Mitteldeutschland spricht. Solche Geschichten. Aber ich glaube, der Unterschied, den man auch sehen muss, wenn wir jetzt hier von Großrumänien, Großungarn sprechen oder auch so Sachen wie Großserbien, dann sind das einfach auch Nationalismen, die tatsächlich auch auf eine noch bestehende Bevölkerung in diesen Gebieten zurückgreifen können. Jetzt bei Deutschland, natürlich haben wir auch beispielsweise in Belgien noch deutsche Exklaven. Natürlich haben wir im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, mit den Österreichern und mit dem Großteil der Schweizer natürlich auch Deutsche. Aber das sind natürlich jetzt tatsächlich historisch gewachsene bestehende Staaten. Und mit den ganzen Sachen, die man dann irgendwie in Polen auch noch so hat, da wohnen ja einfach nur noch sehr, sehr marginale deutsche Minderheiten. Und da spielt das natürlich noch eine viel größere Rolle. Deswegen, und hat auch einen realeren Anspruch darauf. Ja, und diese ganze Nachricht steht auch, denke ich, gut im Zusammenhang mit unserer nächsten noch Teilmeldung, die da noch mit reinkommt. Und zwar gab es ja wieder Proteste gegen diesen Neonazi-Folklore-Wanderungen, die dort in Budapest, Ungarn stattfinden. Und das ist, finde ich, prinzipiell erstmal interessant. Wir gucken uns jetzt erstmal vielleicht die Bilder an und dann erzähle ich gerne was ein bisschen noch zu den Hintergründen und so. Das ist ein italienischer Bericht, weil tatsächlich ist gerade in Italien eine sehr große Berichterstattung gibt, weil es ja auch eine Genossin aus Italien dort vor Gericht steht. Auch Deutsche, aber deutsche Medien interessieren sich irgendwie nicht dafür, aber italienische sehr. Deswegen italienischer Bericht, auf Deutsch habe ich tatsächlich auch gar nichts gefunden dazu. Ja, also man sieht vielleicht auch schon so im Ansatz, hier ein deutsches Transparent. Also das ist immer eine sehr, sehr internationale Demonstration gegen, ich kann es ja auch einfach mal im Hintergrund ohne Ton laufen lassen, eine sehr, sehr internationale Demonstration gegen diesen Aufmarsch. Da sind dann Leute aus Deutschland, zum Beispiel unser Genosse Sechser war ja auch da. Ja, echt stabil da runterzufahren in der Situation gerade. Dann halt, ich glaube, auch tschechische und polnische Genossinnen aus Griechenland sind auch immer Leute da. Und das ist auch interessant, weil das Event von Nazi-Seite aus ist ja auch sehr, sehr international geprägt. Und das Ganze steht eben im Kontext. Und deswegen finde ich es auch an und für sich eine wichtige Sache, dass das stattfindet, diese Proteste. Von einer sehr, sehr schwachen bulgarischen Linken, upala, für aus Versehen bei Lanz gelandet, im Kontext von einer sehr, sehr schwachen Linken dort in diesem Staate. Und die haben sich tatsächlich über die Proteste gegen diese Nazi-Geschichte auch besser aufstellen können. Also ich glaube, ganz am Anfang, wo das losging, haben die da irgendwie mit 10, 20 Leuten begonnen. Jetzt sind mittlerweile diese Demos immer so 200 bis 300 Leuten mit eben internationaler Unterstützung. Also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig riesig, aber eben in einem Staat, der sehr, sehr rechts geprägt ist, eine wichtige Sache. Und gerade im Kontext dessen, es gab ja letztes Jahr dann, gab es ja Angriffe auf Nazis, die an dieser Nazi-Aktivität noch stattgefunden haben, und dabei wurden ja Leute, Genossinnen dann halt eben festgenommen und stehen jetzt halt eben auch aktuell vor Gericht und wurden da ja auch sehr martialisch vorgeführt mit Fußfesseln und wie halt irgendwelche Massenmörder da dargestellt. Und auch bei der Demonstration hier gab es halt auch Bilder, wie halt Bullen, die Demonstration begleitet haben, die ganze Zeit so mit auf die Pistole, Hand auf die Pistole liegend, da langgelaufen sind. Und da merkt man schon, das ist eine andere Gangart, die in diesem Staate gegen links vonstatten geht. Von daher umso wichtiger.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man das dann eben schafft, auch so einer internationalen Vernetzung von Faschisten dann eben auch eine internationale Vernetzung vom Antifaschismus entgegenzustellen. Ja, Nightmare, du fragst noch, ob das, ob Großmachtfantasien nicht bei allen Autoritären zurzeit woke sind wie bei Putin oder Erdogan. Und ich glaube, wie gesagt, man muss da echt genau das im Kopf behalten, dass es auch eine reale Basis dafür geben muss. Also das hat was damit zu tun, ist es kulturell überhaupt ansprechend für die Leute von so einer Großmacht zu träumen? Also ist das kulturell überhaupt noch verankert, dass das irgendwie in dem Nationalismus Sinn macht oder vor Ort anerkannt ist? Und wie gesagt, es braucht natürlich auch die reale Basis, dass man sich entweder auf ein altes imperiales Großreich beziehen kann, wie jetzt im Fall der Türkei auf das Osmanische Reich, was sehr lange eben die Identität geprägt hat, oder ob man eine reale Basis von ethnischen Minderheiten, die jetzt dem eigenen Volk zugerechnet werden, in einem anderen Staat hat, worauf man dann überhaupt Anspruch erheben kann. Oder natürlich in so einem Fall wie Serbien mit Kosovo, wo dann dieses Gebiet nach und nach ja, kulturell noch anders geprägt wurde, aber es halt eine sehr große historische Signifikanz hat, wie beispielsweise wegen der Schlacht gegen das Osmanische Reich. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass uns dann genau, vielleicht noch die Frage von Fosco, bevor wir weitergehen, ob wir glauben, dass Ungarn wie Polen die Fascho-Regierung wieder los wird. Finde ich schwer zu sagen. Ich glaube, dass in Ungarn das Ganze ein bisschen fester noch im Sattel sitzt, als in Polen das der Fall war. Klar, da gab es auch sehr, sehr weitreichende Veränderungen vom politischen System in Polen, die halt auf dann diese rechte Regierung zugeschnitten wurde, um zu versuchen, die Macht auch auf Dauer halt zu halten, also in der speziellen Bereich von den Gerichten und so. Aber in Ungarn habe ich den Eindruck, dass es noch weit, viel weitreichender geht. Und was vor allen Dingen wichtig ist, dass in Polen es eine viel, viel stärkere Linke gibt, eine sehr gut organisierte Linke gibt und auch einen generellen größeren Widerstand der Gesellschaft gegen diese rechte Regierung gab. Und in Ungarn gibt es das sicherlich auch. Aber ihr seht ja schon an der Mobilisierung, das ist so das zentrale Nazi-Event. Und dann kommen da halt vielleicht 100, 150 Leute aus Ungarn und der Rest kommt halt international aus verschiedenen Ländern, um das zu unterstützen. Von den 250 Leuten, da ist also, man sieht daran schon, dass es nicht so gut aufgestellt ist. Ja, absolut, dem würde ich auch so zustimmen. Ich glaube, gerade auch diese Geschichte mit Korruption und oligarchischen Verbindungen innerhalb des ungarischen Staates deutlich stärker als in Polen. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich glaube auch, was jetzt eben die Abwahl von eben der Peace angeht und ja, im Endeffekt die Beseitigung jetzt von der Peace-Regierung, dass das auch viel mit der Stärke der Auslandspolen zu tun hatte. Mhm. Also in Polen gibt es ja eine sehr, sehr große Diaspora, die einfach auch recht stark liberal und links geprägt ist. Es gab natürlich auch starke Versuche der Verhinderung, gerade was jetzt die Auslandswahl angeht. Das ist jetzt beispielsweise was, was ich auch nicht weiß, wie, ob das bei Ungarn überhaupt eine Möglichkeit ist, auch aus dem Ausland zu wählen. Und vor allem habe ich auch im Gegensatz jetzt zu der polnischen Diaspora deutlich weniger von der ungarischen Diaspora, was politische Organisierung mitbekommen hat. Aber es könnte vielleicht auch auch einfach nur ein blinder Fleck sein. Man weiß es nie, ne? Also es kann auch immer was in Ungarn passieren, aber aktuell oder auch seit längerer Zeit scheint es mir in dem Fall tatsächlich so zu sein, dass der Druck innerhalb der Europäischen Union, das wird ja auch immer viel berichtet und so, aber dass das tatsächlich auch real so ist, dass dort in Ungarn dieser Druck von anderen EU-Ländern halt der relevanteste Part dessen ist, dass es nicht noch finsterer wird, weil die einfach, wenn die halt zu weit gehen, einfach mega Stress mit anderen Ländern bekommen. So. Ja, ist ja klar. Ich meine, es ist ja auch gerade eben diese Anti-EU-Haltung und dieser Versuch von diesem mittelosteuropäischen Machtblock, ich weiß gar nicht, wie heißt es nochmal, ich glaube, die Visegrad-Staaten. Und natürlich auch die unklare Position, was Orban und Putin angeht. Ja, aber gut, ich würde sagen, dann lass uns jetzt zum nächsten Thema übergehen.